Hallo Freunde, willkommen zurück zu, wie heißt denn, Empires of the Underclaws. Ich hätte schon fast gesagt Empyreon, aber nein, wir spielen die Ameisenkolonie. In der letzten Folge haben wir die zweite Mission gespielt. Ich habe hier zwischendurch off-camera das ganze Essen hier eingesammelt. Ist jetzt alles im Bunker in der Speisekammer. Die Arbeiter habe ich hier alle zur Königin zurückgezogen, dass, falls was schief geht, ich hier noch als Notfallnagel die Arbeiter habe, die vielleicht die Königin beschützen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Essen haben wir 400. Damit kann man auf jeden Fall ein paar Larven ausbrüten. Wir haben 30 Krieger. Ein Drittel davon ist auf Stufe 2, der Rest ist auf Stufe 1. Den setzen wir hier jetzt einfach mal auf unseren Bau oben drauf. Mal gucken, ob sie auch rauskommen. Und dann werden wir mal die Formicarium-Herausforderung starten. Oh, da quillen etliche Ameisen aus den Löchern. So, die erste Herausforderung. Leicht auf jeden Fall. Wir kennen das ganze Spiel ja nicht. Später können wir das gerne auch mal mit anderen Schwierigkeitsgraden probieren. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. Okay, die kommen von oben links. So, weg sind sie. The Eruptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Da kommen mehr. Introducing 20 Formicofusca ants. Ja, ich verliere. Mein Nahrung geht runter. Das heißt, meine Ameisen sind am Nachproduzieren. Zurück. Our Eruptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment and let me know the results. Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Understood. Okay, nicht mehr wie 30. Das ist schon einmal. I wonder how they will react to a rival Eruptor colony. Introducing 40 rival Eruptor ants. Ey, das hieß nicht mehr wie 30, Freund. Wird zu lange wir Nahrung haben. Excellent. Introducing a further 50 rival Eruptor ants. Kerle? Es hieß nicht mehr wie 30. Ein grüner Dampf. Fascinating. Lass gut sein. Now let's try 60 Eruptor ants. Alles klar.
superb response. Wissenschaftler halt, ne? You're doing admirably, my Reptis. Perhaps a small reward. Look to the surface. Ich gehe jetzt keine Samen sammeln, das ist eine Falle. What about a combination of a Raptor and a Fusca? Let's start with 20 of each. Ja, na sicher. So, das werden wir jetzt taktisch angehen. Ihr könnt da gerne zum Loch reinkommen. Ich fange euch hier unten ab. Dann muss ich keinen Zwei-Fronten-Krieg feiern. Ja, da kommen sie. An unconventional defense, yet highly effective. Ja, ja, das ist sehr unkonventionell, mein Freund. It's interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. Als Hermit. Ich hab noch 200 Futter. Solange du nicht 60 von jeder Seite schickst. Das mit Autobahn ist gut, da kommen natürlich die Nachschub-Ameisen relativ schnell an die Front hoch. Da haben wir jetzt braune und rote. Mir geht aber langsam das Futter aus. Muss in Zukunft noch mehr Futter auf Vorrat legen. Magnificent. Once again, our Raptors triumph. Some seeds on the surface for my succeeding Raptors. Gather them quickly. Traut der Sache nicht. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder, how will they handle a sustained flow of aggressors? So, runter in den Bunker. Die kommen zum Glück relativ langsam da jetzt runtergekrabbelt. Auch noch. Der hat auch einen Vollschaden, der Freund da. Wenigstens gibt's Futter. Seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ants. Im Prinzip dürft ihr auch kämpfen, wenn ihr wollt. That's enough for now. Danke.
So, ihr dürft sammeln und ihr dürft auch sammeln. How has the colony been responding? They mounted an excellent defense against 20, 25 and even 30 Fusca ants, as you suggested. Perfect. Perhaps we can provide more Dinkischer Lügner. Next time. What a fantastic suggestion. So, wir nehmen natürlich wieder Chalet Royal. Let's see how the colony grows over the next few days. Now that they have experienced battle, I expect to see a significant rise in the number of soldiers. So kann ich denn jetzt hier den Marker nicht setzen. Ich kann den Marker hier nicht mehr außerhalb setzen. Gut, dann haben wir die Herausforderung geschafft. Ging ja relativ flott. Der ist ein bisschen echt kirre, der Mann. Ich werde jetzt versuchen, die Nahrung hier aufzusammeln. Und dann müssten wir eigentlich eine zweite Kämpferkolonie machen. Oder müssen wir? Ich meine, da unten einfach alles in den Eingang verbarrikadieren war gut. Wir könnten natürlich upgraden. Dürfen wir die Autobahn? Aber die Autobahn upgraden ist das Unwichtigste von allem. Auch dieses Werkzeug scheint nicht mehr zu reagieren. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde speichern und den Spielstand neu starten und das ganze Futter mal einsammeln, das hier rumliegt. Und hier ein bisschen upgraden. Und dann, das ist sowieso das falsche Menü, schauen wir mal, was wir uns als nächstes kaufen können. Die Nahkampfmeißen. Gefährlich, steigert die Angriffsgeschwindigkeit um 20% oder reduziert erhaltenen physischen Schaden um 50%. Das ist natürlich... Will ich mehr Schaden machen oder möchte ich besser tanken können? Das ist jetzt die Gretchenfrage. Was haben wir denn hier auf der Seite? Zieht sich 0,25 unter 40% Gesundheit sinkt, das wollen wir natürlich mal gar nicht. Regeneriert außerhalb des Kampfes zusätzlich 4 Gesundheit pro Sekunde, das ist schmeichelhaft. Will ich dann doch nicht. Weg mit. Escape? Ne, völlig gebuggt. Können wir die uns kaufen eigentlich? Die gehen die. Ach, das ist unsere Königin, die können wir uns natürlich nicht kaufen. Die Waldameise, die können wir uns nicht leisten. Die werden wir wahrscheinlich erst freispalten müssen in den anderen. Ja, die kann man noch gar nicht kaufen. In den anderen zwei Levels, die jetzt auf uns zukommen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Also entweder können wir eine Wache spawnen, die 14 unglaublich starke Ameisen produziert. Für eine Minute und zusätzlich erhalten alle freien Kinderstuben Eier. Und aus allen Eiern schlüpfen 5 Sekunden lang kostenlos Ameisen.
300 Sekunden Ablenkzeit oder wenn die, wird die Gesundheit der König vollständig wiederhergestellt, sich 30 lang unverwundbar. Ablenkzeit 300 Sekunden oder Mandy verwirrt sie jeden Gegner im großen Umkreis, das ist völlig uninteressant. Oder wenn die Kinderstuben ihre eigenen, was wenn die fällt, werden die Kinderstuben ihre eigenen Eier produzieren und aus diesem Stück sofort am meisten die 20 Sekunden lang kostenlos. Was für den Zeitraum einer Armee unbegrenzter Größe gibt. Puh. Ich würde eigentlich fast die königlichen Wachen nehmen. Da kommen ja dann auch freie Kinderstubeneier und so. Und wir machen die mehr tanky. Ne, können wir nicht machen. Wir haben nicht genug Chalet 26. Das kostet 20. Könnten wir die auf Stufe 3 aufrüsten oder die Arbeiter auf Stufe 3 ausrüsten. Was haben wir denn hier? Eingriffsschaden verdreifacht. Und das war... werden nicht mehr verlangsamen. Dann kaufen wir uns mal das. 40 Chalet reicht auch nicht. Dann sparen wir jetzt einfach ein bisschen Chalet. 20 Chalet. Ne, wir kaufen Stufe 3. Ja, ich möchte natürlich starke Ameisen und nicht unendlich viele. Wir haben Bevölkerungslimit von 125. Alles klar. Ich grade ab, ich sammle Futter und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder eine reguläre Mission spielen. Schauen, wo es uns hinverschlägt. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Spiel. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und denkt an ein Abo, falls nicht schon geschehen. Ansonsten wie immer, haltet die Ohren steif. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.